Türkische Schienen oder auch türkische Schienen. Das Bonuslevel der siebten Welt, das vorletzte. Und dann können wir zum Boss. Oh yeah. Ah, wieder so eine gefährliche Musik. Hoffentlich schaffe ich das dieses Mal ohne Bananensaft. Apropos Saft, ich nehme einen Schluck Wasser. Meine Kehle ist trocken. Ah, keine Ahnung, wieso das gerade am Aufnahmestart passieren musste. Vielleicht liegt es daran, dass ich heute mal liege. Oh, meine Kehle immer noch. Ich glaube, ich muss mich gleich hinsetzen. Reden im Liegen, das ist nicht gut. Didi! Ah, das ist aber großzügig. Dann habe ich aber Angst, was mich hier erwartet. Das mag dann bitte schon kommen. Ah, okay. Das erinnert so ein bisschen an Donkey Kong Country 1. Oh! Okay, das geht aber weiter. Ah, okay. Ich muss immer die Lichter anmachen. Ja, klar. Das kennen wir alles aus. Kein Puzzleteil. Okay. Halt! Wow, das kennen wir alles aus Donkey Kong Country 1. In der letzten Welt gab es da auch sowas, aber das war ein bisschen einfacher. Da war die Plattform größer und nicht so schnell. Da musste man immer... Ja, jetzt haben wir ein kleines Problem. Ich muss erstmal klarkommen, was ich überhaupt machen muss. Da hilft dir nämlich auch kein Bananensaft, das ist das Schöne an der Geschichte. Selbst wenn ich das hier nie schaffe, Bananensaft bringt mir überhaupt nichts. So, ich muss immer die Lampen anmachen, das darf ich echt nicht verpeilen. Ich habe da echt nicht so drauf geachtet, weil ich die erst für so Deko gehalten habe. Aber die sind essentiell. So, hier runter ist eigentlich egal, ne? Schön, dass man hier mit Diddy spielen darf, der ist hier sehr nützlich. So, das ist wichtig. Ducken ist wichtig, deswegen bitte keinen Scheiß machen, Controller, diesen... Oh! Ja, das ist eventuell ein bisschen gefährlich. Da muss ich vorher schon runterspringen. Also ich hatte beim ersten Mal eigentlich keinen Fehler gemacht, ich war nur zu langsam. Ich dachte nämlich, ich hätte was verpasst. Ein Lichtschleim. So, wir sehen direkt an den Robotern, dass wir noch in der Fabrikwelt sind. Yep. Ja, bis hierhin ist alles in Ordnung. Und die Dinger fallen natürlich runter. Das wäre sonst viel zu leicht. Ja, es macht nichts. So, da muss ich jetzt schnell... Ja gut, hat man das zweimal verhauen, dann hat man das auch kapiert. Okay. Das ist nicht nett. Überhaupt nicht nett. Boah, nicht so schnell. Warum? Okay, was mache ich jetzt ohne das Licht? Geht es trotzdem weiter? Nee, da fällt es runter. Das ist so schnell. Da muss man sich echt die Bewegungsabläufe merken. Und dann rechtzeitig immer schon loslaufen, wenn es notwendig ist. Aber man kann ja nicht sagen, dass es nicht Spaß machen würde. Aber mir wäre es doch lieber, wenn es ein bisschen langsamer ginge. Und die Plattform vielleicht ein bisschen größer wäre. Da war das in Donkey Kong Country 1 ein bisschen leichter, das Level. Ein bisschen sehr viel leichter. Das sagen ja einige, das Spiel hier wäre gar nicht mal so schwer. Mag es auch nicht sein, aber der erste Teil war noch leichter dann. Obwohl er im Jahre 92, glaube ich, erschien und das heißt ja, die alten wären so viel schwerer. Ist auch nicht immer der Fall. Das hier ist, steht ihm nichts nach. Im Gegenteil. Und Grafik ist es, grafisch ist es sogar noch ein bisschen aufwendiger. Auf Puzzleteile will ich jetzt echt nicht achten. Das Level fordert mich schon genug. So. Kann ich direkt runter. Jetzt weiß ich das nämlich ja alles. Das ist immer gut zu wissen. Wo war jetzt hier das Licht? Hoppala! Der geht ja runter mal wieder. So. Ja, ist das nett. Runter. Kann nicht mehr. Ist das mal vorbei hier? Oh, ein Licht. Ein Licht. Wie soll man hier... Ah, okay. Solange die Puzzleteile offen rumliegen, kann man die auch einsammeln, wenn man das will. Glück gehabt, dass er aufgehört hat zu speien. Aber wenn sie hier in so einem Ding drin wären, dann wäre das ziemlich fies. Oh, das war auch fies. Wie da einfach die Schienen erst weg sind, wenn man nicht... Okay, ist mir egal. Komm, da drauf. Danke. Kein Herzchen verloren bis jetzt. Okay, das noch...
Das ist gar nicht mal so schwer, das macht Spaß, das ist leicht. Natürlich muss ich dann in dem Augenblick irgendwie verkacken, gescheit A zu drücken. Aber manchmal ist es echt nicht so leicht, A an der richtigen Stelle zu drücken, damit der höher hüpft. Im ersten Teil, oder in den ganzen ersten drei Teilen, glaube ich, musste man einfach nur A gedrückt halten auf dem Gegner. Und dann ist man automatisch höher gesprungen. Hier muss man einfach nochmal A drücken, wenn man auf dem landet. Ja, das ist ja eigentlich kein Problem. Und ich denke mal, so die Hälfte des Levels habe ich garantiert schon gesehen. Aber ohne Diddy wäre das echt übel. Das Problem ist, im zweiten Durchgang eventuell werde ich dann hier gar keinen Diddy haben. Das wird dann ulkisch. Also da glaube ich schon, dass ich eventuell hin und wieder schneiden muss oder irgendwas anderes. Alles verschnellern. Ja, das ist fies. Ich richte mich jetzt mal ein bisschen auf. So, dann... Au, mein Mikro. Oh, das war nicht gut. Ich hätte liegen bleiben sollen. Egal, dafür ist meine Lunge jetzt auch ein bisschen entspannter. Und da können wir es auch ein bisschen anstrengen. Ja, man sollte nicht so ganz gechillt da rumliegen, wenn man hier ernst aufnimmt. Man sollte nicht vergessen, ein Let's Play soll ja nicht zwingend Spaß machen, ne? Es soll eine Mission erfüllen. So. Wenn man dann Geld verdient, dann hat man sowieso eine Verpflichtung seinen Abonnenten gegenüber. Sollte man nicht vergessen, sowas. Ups. Aber ich verdiene ja kein Geld damit, um es da gleich mal Luft aus den Lungen zu nehmen. Den Wind aus den Segeln. Den Hund aus der Katze. Hilfe! Ja, bis hierhin kennen wir das. Ja, das macht nichts, das macht nichts. Hoffentlich. Oh, ohne Diddy macht das sehr wohl was. Ja, da wäre ich beinahe gerne gestorben. Ich werde eh gleich sterben ohne Diddy, das wird doch nie was. Man kriegt auch keinen neuen Diddy hier. Ja, ohuhu, ich dachte schon, ich wäre tot. Das schaffe ich nie, sage ich doch. Wollte ich nur beweisen hier. Meine Worte unterstreichen. Ah, schön. Aber eins ist immerhin nicht so schlecht. Es könnte ja noch schneller sein. Wie eine Lore zum Beispiel. Aber so Level hätte ich eigentlich doch gerne mehr gehabt wie hier. Vielleicht ein bisschen leichter als normales Level halt. So als Vorgeschmack. Vielleicht hat man das hier nicht gleich zu Gesicht bekommt und ins kalte Wasser geworfen wird, weil man das gar nicht kennt. Dann ist es gleich so hammerschwer. Irgendwann hole ich mir dann die Puzzleteile mal da. Nee, das war unfair. Haha. Ja, mit Diddy ist das viel leichter. Aber das ist, glaube ich, offensichtlich. Oh, da muss ich runter. Sonst kommen die Schienen da nicht raus. Aus der Wand. Keine Ahnung, wer das hier konstruiert hat. Wahrscheinlich Bowser. Oder Captain Kerrigan. Der war ja auch Wissenschaftler. Im dritten Teil. Bowser ist zwar kein Wissenschaftler, ne? Ihr wisst, was ich sagen wollte. Bowser hat ja auch Peachs Schloss gebaut. Hilfe. Und ja. Also ein großartiger Innenarchitekt. Hoppala. Während sich K-Rool mehr auf Massenvernichtungswaffen konzentriert. Wow. So weit war ich noch nicht. Ja, jetzt muss es runter hier. Okay. Alles okay. Hat doch gepasst. Ja, das war's schon. Dann war es gar nicht mal so schwer. Hat aber Spaß gemacht. Ein Level, das man nicht mit Bananensaft irgendwie umgehen kann, möchte ich mal meinen. Naja, umgehen. Ich hab's ja meistern müssen, das letzte. Wollen wir mal nichts sagen. Schön, dann fehlt uns nur noch das letzte Level. Welches sich nennt? Fünf. Ach, das kommt hier. War das ein einziges Level? Echt? Ich dachte, das wären irgendwie fünf. Vielleicht sind es fünf Level in einem. Okay, gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich finde das ganz angenehm, wenn die Videos ein bisschen kürzer sind. Und es wurde sich auch beschwert letztens über eine halbe Stunde Parts, aber
ist schon eine Weile her, weil ich jetzt hier ein bisschen auf Vorrat aufgenommen habe. Also war wohl vor ein paar Wochen für euch. Ich sag nicht, wer es war, derjenige weiß es selber. Der darf jetzt auch schön einen Daumen runter geben dafür. Also jetzt erstmal Schluss. Hier geht's beim nächsten Mal weiter. Das konntet ihr euch bestimmt denken. Ciao, ciao.